Jede Menge neuer Data Mining Content zu XDefiant, neue Waffen, neue Fraktionen und natürlich auch neue Maps in den kommenden Seasons. Wir sprechen heute mal über alle Waffen, die neu dazukommen werden in Season 1 naher Zukunft und natürlich auch Season 2. Mehr dazu natürlich wie immer im Video bei deinem Swishy. Wenn ihr es noch nicht getan habt, solltet ihr mir unbedingt bei Twitch folgen, twitch.tv/swishytime. Dort findet ihr wirklich alle Infos zu XDefiant, Livestreams, ihr könnt Fragen stellen und, macht immer super viel Spaß, also gerne auch mal da rein folgen. Ist in der Beschreibung, wie gesagt. Wir starten erstmal mit 8 Waffen, die in XDefiant erscheinen werden, und zwar sind das unter anderem Sturmgewehre, SMGs, bekannte Waffen, unbekannte Waffen. Wir haben einmal die L115, die LVOA, die Thompson, eine super, super bekannte SMG, das G36, die Sturmgewehr wird kommen, die Farmers wird kommen, die FAL wird kommen, die Bison wird kommen, eben auch eine Maschinenpistole und das MG5. Bei der Farmers ist ein bisschen so die Frage, ob das eben ein Dreischussgewehr wird oder eben auch eine Vollautomatik, das ist hier eben noch nicht bekannt. Und wir haben auch schon die Waffen für Season 2, die sehr interessant sind. Und zwar haben wir einmal die PP19, die Spaß 12 als Shotgun und noch eine SMG. Das Ganze, wie gesagt, das stammt von XDefiant News and Leaks von Twitter, das sind Data Mining Leaks, die haben das teilweise auf Informationen von anderen Leakern oder eben selbst gedatamined, aber das sind erstmal alle Waffen. Es gibt super viele Informationen auch bezüglich neuer Maps und natürlich auch neuer Fraktionen. Zu den Maps gibt es teilweise schon Screenshots und Videos, das werden wir morgen behandeln mit den Fraktionen zusammen, weil da wird es natürlich aus allen Ubisoft-Spielen mehr geben und natürlich werden auch viele Maps aus den Ubisoft-Spielen eben stammen. Dauert ja nicht mehr lange, noch knapp 3 Wochen bis zur Season 1 dann von XDefiant, also es ist wirklich sehr überschaubar der Zeitraum, und dann gibt es natürlich auch schon neue Maps, neue Waffen, eben neue Operator und. Also sie haben ja auch schon bestätigt, dass es eben immer einen neuen Operator, neue Maps, neue Waffen geben wird, und da können wir uns eigentlich schon ziemlich sicher sein, dass was richtig, richtig Cooles kommen wird, aber dazu gibt es dann morgen im Video mehr. Heute gab es erstmal alle Waffen zu sehen, wir fassen noch einmal zusammen, es gibt die PP19, die Spaß 12, dann gibt es noch ein bisher unbekanntes SMG, das G36 Sturmgewehr, die Farmers, die FAL, die Bison und die MG5. Also super bekannte Waffen dabei, ich habe super Bock, ich bin immer noch sehr zufrieden mit XDefiant. Es ist halt einfach cool, dass du dieses Spiel spielen kannst, ohne großartig nachzudenken. Du musst nicht irgendwie dir 700 Guides angucken, sondern kannst einfach reingehen, losspielen, so wie du Bock drauf hast. Du brauchst teilweise nicht mal Gamesound, du kannst einfach Musik auf die Ohren knüppeln, einfach wild drauf loszocken, keine SPMM, es bockt wirklich maximal. Soviel aber erstmal von mir an der Stelle. Wie ist deine Meinung zu den neuen Waffen und vor allen Dingen, wie ist deine Meinung bisher zu XDefiant, mal so als kleines, ja, Zwischenfazit? Gefällt dir das Ganze richtig gut oder sagst du, hey, hier und da, ich habe so langsam schon die Lust verloren? Schreib's gerne mal in die Kommentare. Alle Kommentare von euch werde ich natürlich wie immer beantworten. Wir sehen uns, haut rein, euer Swishy.